Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Brettspiels, ich bin André und ich begrüße euch ganz herzlich bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele. Heute mit einem Special zum Jahresende, bei dem ich natürlich auch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr machen möchte und ich möchte euch auch einfach mal Danke sagen. Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zu Auf den Tisch, heute mit meinem Special zum Jahresende. Wenn ihr dieses Video kurz nach seiner Veröffentlichung seht, geht es mit großen Schritten auf die Feiertage und auf das Jahresende zu. Seit 8 Wochen stelle ich nun regelmäßig neue Videos ein und bin vor allem auf Twitter mit anderen brettspielbegeisterten Menschen in Kontakt. Angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass ein Kumpel kurz nach der Spielemesse in Essen dieses Jahr scherzhaft meinte, ich solle doch einfach mal meinen eigenen YouTube-Kanal aufmachen. Das entwickelte sich bei mir aber schnell zu einer fixen Idee. Ich besorgte mir Beleuchtung, ein Stativ und habe mich mit Videoschnitt beschäftigt und dann einfach mal losgelegt. Zu meiner großen Freude gab es bislang sehr viel positives Feedback und das zeigt mir, dass ich auf einem guten Weg bin und es motiviert mich natürlich, hier auch weiterzumachen. Deswegen möchte ich mich hier ganz, ganz herzlich bei euch als Community eben auch bedanken und sage natürlich auch, ich möchte euch auch weiterhin regelmäßig neue Videos präsentieren. Und damit komme ich zum Ausblick. Erstmal das ganz Kurzfristige. In der nächsten Woche möchte ich euch als letztes neues Video in 2018 noch meine bisherigen Brettspiel-Top 10 zeigen. Ich hoffe, das wird euch gefallen und vielleicht auch nochmal einen genaueren Einblick geben, was mir so gefällt. Bislang habe ich euch ja jede Woche ein neues Video hochgeladen. Ich weiß allerdings jetzt schon, dass mir das nicht immer gelingen wird. Das liegt natürlich zum einen an meinem Beruf, der wird das nicht immer zulassen. Aber natürlich bin ich auch ab und zu mal im Urlaub oder anderweitig abwesend. Ich mache diesen Kanal einfach aus purer Lust am Brettspiel und habe deswegen den Anspruch an mich, eben nur die Spiele vorstellen zu wollen, die ich wirklich auch guten Gewissens empfehlen oder nicht empfehlen kann. Sprich, ich möchte die wirklich mal richtig gespielt haben. Vielleicht auch mal, wenn ich es kann, in unterschiedlichen Runden, aber auf jeden Fall oft genug, sodass ich mir wirklich eine fundierte Meinung darüber bilden kann. Ich habe daher eigentlich auch überhaupt gar keine Lust, irgendwie mal nur so schnell ein Spiel zu spielen, um es bei YouTube hochzuladen und ein paar Klicks dafür abzuernten. Außerdem ist mein Anspruch natürlich auch, dass ich das Ganze in einem technisch ansprechenden Rahmen tue, wenngleich ich natürlich die Produktionsqualitäten von manchen US-amerikanischen Kanälen sicherlich nicht erreichen werde. Für 2019 habe ich mir auf jeden Fall schon vorgenommen, dass ich neben Vorstellungen von Spielen auch mal von ein paar Events berichte. Da plane ich zum Beispiel einen Bericht vom Aurin in Böblingen oder eben auch von der Stuttgarter Brettspielmesse. Einen größeren Bericht von der Messe in Essen plane ich hingegen nicht, weil das machen zum einen schon ziemlich viele und zum anderen möchte ich diese Messe auch weiterhin gerne primär eben als Besucher genießen können und mir da neue Eindrücke natürlich auch von Spielen holen können. Hoffentlich treffe ich mal einige von euch auch auf den verschiedenen Events, wo ich mich vielleicht rumtreibe und freue mich da auch schon auf jeden Fall auf Gespräche mit euch. Zum Schluss möchte ich auch noch inhaltlich ein ganz klein wenig auf das Jahr 2018 zurückblicken. Es gab viele tolle, aber natürlich auch einige schlechte Brettspiele. Was ist, ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Ich habe euch hier auf meinem Kanal in den Videos schon einige meiner liebsten Neuheiten aus dem Jahr 2018 gezeigt. Zum Beispiel Planet von Blue Orange Games oder auch Neon von Lookout Spiele. Aber auch ganz egal, welches Lieblingsspiel man nun in diesem Jahr hatte, am Ende des Tages kommt es natürlich darauf an, dass wir Spaß haben. Und während das gesellschaftliche Klima immer rauer wird und auch der Umgang einiger Leute mit ihren Mitmenschen, bringen uns Brettspiele unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft zusammen. Dass Politisches und Privates zu trennen sind, halte ich schon immer für Unfug. Denn Politisches ist am Ende auch immer privat und Privates ist am Ende auch immer politisch. Rassismus, Nationalismus und Sexismus sind eine Schande für unsere Zeit und für unsere Gesellschaft. Dass sich viele Bloggerinnen und Vloggerinnen aus der deutschen Brettspielszene deswegen unter dem Label Spielen für Toleranz zu einer bunten Gesellschaft und einem friedlichen Miteinander bekennen, halte ich für großartig. Lasst uns in diesem Sinne in ein tolles neues Brettspieljahr 2019 gehen. Ich möchte gerne mit euch in Kontakt bleiben und auch regelmäßig hier neue Videos präsentieren. Lasst uns doch einfach zwischendurch mal auf Twitter oder auf Facebook miteinander reden und bis wir uns da unterhalten, oder vielleicht auch bis zum nächsten Video wünsche ich euch schöne Feiertage, einen guten Rutsch und sage bis bald und ciao.